Wie bekommt man gutes Aim in Modern Warfare 3? Dieser Moment, wo wirklich alle Kugeln treffen und es sich so anfühlt, als wenn sie magnetisch wären. Genau diesen Moment wollen wir alle haben. Doch wie bekommt man den? Ich erkläre euch meine Tipps und Tricks, die ich über die Jahre gelernt habe und die ich auch von Pro-Spielern gelernt habe, die mir dabei geholfen haben, mein Aim zu verbessern. In Modern Warfare 3 ist Aiming wichtiger als je zuvor. Doch das Spiel tut einiges dafür, dass dein Aim verschlechtert wird. Und das fängt bei den richtigen Einstellungen an. Denn ohne die richtigen Einstellungen würden auch die Pro-Spieler nicht so viele Schüsse treffen, wie sie das tun. Angefangen bei den Grafikeinstellungen. Etwas, das du bestimmt schon sehr, sehr oft gehört hast, ist das sogenannte FOV oder auch Field of View. Dieses solltest du am besten auf 120 stellen. Es gibt einige Leute, die spielen mit 107, weil es sich etwas natürlicher anfühlt, beziehungsweise etwas natürlicher aussieht, aber ich würde dir empfehlen, dass du auf 120 spielst. Hier ist der Unterschied zwischen 120 und 80. Es ist einfach ein drastischer Unterschied, wie viel mehr man sieht, wenn man das FOV höher eingestellt hat. Und das kann den Unterschied machen, ob du einen Gegner siehst oder halt nicht siehst. Dazu kommt noch, dass der visuelle Rückstoß auf 120er FOV viel, viel geringer ist als der auf 80. Ist er aber eigentlich gar nicht, wie viele denken. Der Rückstoß ist genau derselbe. Es sieht einfach nur angenehmer aus durch das höhere Sichtfeld bzw. die Krümmung, die dadurch entsteht. Und dadurch ist es einfacher, deine Waffen zu kontrollieren. Die nächste Einstellung ist auch eine Grafikeinstellung. Und zwar geht es dabei um die Art und Weise, wie du ins Visier gehst. Stell diese auf jeden Fall auf beeinflusst. Das sucht nicht so sehr ins Visier rein. Du siehst zum einen mehr von deiner Umgebung und zum anderen hast du nicht diesen Übergang, der dich dazu bringt, dass du vielleicht in dieser Zeit nicht mehr richtig triffst. Außerdem ist auch hier der visuelle Rückstoß viel, viel angenehmer und für dich ist es einfacher, deine Gegner zu sehen, wenn sie sich in der Ferne bewegen. Hier ist die Sicht auf beeinflusst und hier ist die Sicht auf unabhängig. Jetzt gibt es noch ein paar Einstellungen, die dir dabei helfen, dass du deine Gegner besser siehst, weil es natürlich auch wichtig ist, dass du sie siehst und dass sie sich auch von der Umgebung abtrennen, beziehungsweise dass du auch siehst, wenn sich ein Gegner bewegt. Dazu würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Tiefenschärfe komplett auszumachen. Es sieht zwar cool aus und so ein bisschen cinematisch, als wenn es ein Film im Fernsehen wäre, aber an sich hilft es dir eigentlich nicht dabei, deine Gegner besser zu sehen. Deswegen mach das unbedingt aus. Dazu kommt es auch noch, dass du die richtige FPS-Einstellung hast. Sehr, sehr viele Leute stellen die FPS-Einstellung nicht auf die richtige und wundern sich, warum sie ihre Gegner nicht so schnell sehen, beziehungsweise warum die Gegner sie vorher sehen. Denn hast du eine höhere Refresh-Rate oder auch FPS-Zahl eingestellt, ist es nämlich möglich, dass du deinen Gegner siehst, bevor er dich sieht, weil du und deine Bilder früher bei dir ankommen und auch du sie früher sehen kannst. Daher ist es unbedingt wichtig, dass du, wenn du einen Bildschirm mit einer höheren Herzrate hast, beziehungsweise einer höheren FPS-Zahl, die du einstellen kannst, stell diese auf jeden Fall auf das Maximum ein. Und mach das nicht nur in-game, sondern mach das unbedingt auch in den Windows-Einstellungen. Das heißt, wenn du jetzt einen Monitor hast, der 120 Hertz bzw. 120 FPS kann, stellst in-game und auch in deinen Windows- oder Grafikeinstellungen unbedingt so um, dass du diese FPS-Zahl auch erreichst, damit du da auch den vollen Umfang deines Monitors ausnutzen kannst. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Kernpunkt der Einstellung, das ist die richtige Controller-Einstellung bzw. die Empfindlichkeit von euren Sticks. Ich sehe so viele Leute, die ihre Sensibilität der Sticks viel zu hoch eingestellt haben. Es gibt einige Pro-Spieler, die spielen so und die können das auch sehr gut. Die haben aber auch den Unterschied wahrscheinlich zu dir, dass sie 8 bis 12 Stunden am Tag dieses Spiel spielen und sich deswegen an diese hohe Sensibilität gewöhnen. Für Leute, die neu anfangen, beziehungsweise auch für Leute, die schon etwas besser sind, kann ich dir nur empfehlen, dass du unbedingt eine Sensibilität zwischen 5,5 und 8,8 wählst. Denn gehst du höher als 8,8, fängt es einfach an, dass du gerade auch auf Fernkampf deine Gegner nicht mehr richtig triffst und jede kleine Mikrobewegung in deinem Daumen dazu führt, dass du dich viel zu weit weg bewegst und es sehr, sehr schwierig sein wird für dich, die Gegner zu treffen. Gehst du aber unter 5, hast du dann wiederum das Problem, dass du natürlich deine Gegner sehr, sehr gut treffen wirst, aber dich nicht so richtig schnell über die Karte bewegen kannst. Und wenn du halt jemanden zum Beispiel von hinten dich auf einmal anschießt, du dich gar nicht schnell genug umdrehen kannst, damit du diese Person treffen kannst. Ich selber spiele auf 6,6. Das ist für mich irgendwie so der beste Trade-off zwischen Bewegung und doch noch jemanden gut zielen zu können oder beziehungsweise doch noch jemanden gut treffen zu können. Und hier gibt es auch noch eine Einstellung, die ganz wichtig ist, und zwar ist das der Multi
Multiplikator, wenn du ins Zielvisier gehst. Und was der macht ist, dass wenn du ins Visier gehst, dass deine Sensibilität 0,75 von deiner eigentlichen ist. Das heißt, jetzt habe ich 6,6 eingestellt und dann habe ich 0,75 von 6,6, wenn ich ins Visier gehe. Das hilft dir halt dabei, wenn du auf Fernkampf Leute treffen möchtest, dass du da nicht so viele Schwierigkeiten hast, dies zu tun. Und auch wenn die Sensibilität natürlich sehr, sehr wichtig ist, so können wir als Controller-Spieler uns eine Sache leider nicht nehmen lassen. Und zwar ist das der Aim Assist, der sehr, sehr wichtig ist, denn ohne diesen würden wir nicht treffen. Viele Maus- und Keyboard-Spieler sagen, es ist sowas wie Aimbot, aber ist es nicht. Es ist einfach nur eine Hilfestellung für dich. Doch hier ist es auch ganz wichtig, dass du die richtigen Einstellungen benutzt. Ich würde an deiner Stelle das Ganze auf Standard lassen. Doch es gibt eine Einstellung, die auch noch dazu sehr wichtig ist, und das ist die Reaktionskurve deines Aim Assist. Diese würde ich unbedingt auf dynamisch stellen. Und damit sind wir mit dem langweiligen Teil durch. Und wir kommen zur Action. Im Nahkampf wie auch im Fernkampf ist es super wichtig, dass du den Rückstoßpattern deiner Waffe kennst. Doch was ist der Rückstoßpattern? Jede Waffe in Warzone bzw. auch in Modern Warfare 3 hat einen Rückstoßpattern. Das bedeutet, wenn du mit der Waffe schießt, ohne dass du irgendwas bewegst, zieht diese nach oben. Je nach Attachment bzw. auch jetzt in Warzone 2 und Modern Warfare 2, das gibt es jetzt in MW3 nicht mehr, gab es auch noch Tunings. Je nachdem, was du für Attachments drauf hast, kannst du das unterbringen, kannst aber auch die Art und Weise dieses Rückstoßpatterns ändern. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du diesen Rückstoßpattern aus dem FF für die Waffe, die du spielst, kennst. Das, was du am besten machst, ist entweder du gehst in den Schießstand oder du gehst in ein privates Multiplayer-Match rein, gehst an eine Wand, tust natürlich im Vorhinein alle deine Attachments drauf, die für dich wichtig sind, gehst an die Wand und drückst einfach nur auf dein Schießen und lässt die Waffe einfach das machen, was sie macht. Wenn du dann in den Grafikeinstellungen deine Einschusslöcher eingestellt hast, solltest du sehen, wo deine Einschlaglöcher sind. Diese Art und Weise, wie die Einschlaglöcher nach oben gehen, das ist dieser sogenannte Rückstoßpattern. Dieser kann nach links gehen, der kann nach rechts gehen, der kann auch mal nach oben gehen, dann so eine kleine Linkskurve machen und dann wieder nach oben gehen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene, doch es ist wichtig, dass du den von deiner Waffe kennst und weißt, wie du gegen diesen gegenarbeiten kannst. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Waffe, die du gerne spielst, einfach nur gerade nach oben zieht. Was du dann machen musst auf deinem Stick ist, dass du auf deinem Stick einfach den Controller bzw. den Aim-Stick nach unten ziehst. Dass du einfach gegen diesen Pattern gegenarbeitest und dementsprechend gegen diesen das Hochziehen der Waffe gegenarbeitest, sodass die Waffe in der Mitte bleibt. Geht es natürlich nach links und nach rechts, kannst du dir dann überlegen, dass du das Ganze noch durch das sogenannte Straven abfängst. Das heißt, geht es zum Beispiel einen kleinen Tick nach oben rechts, kannst du einfach mit dem rechten Stick, also mit dem Aim-Stick, nach unten gehen und mit deinem Laufstick ein Stück nach links gehen, wenn es nach rechts oben geht, also in die gegengesetzte Richtung. Damit kannst du gegen diesen Pattern gegenarbeiten und das wirkt wirklich Wunder. Und damit das Ganze auch in dein Muscle Memory reingeht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du nicht die ganze Zeit deine Waffe wechselst, sondern dass, wenn du eine Waffe gefunden hast, die dir gut gefällt, mit der du Spaß hast und mit der du auch einigermaßen gut bist, bleib unbedingt bei dieser Waffe. Denn dieses ständige Gewechsel von Waffen hin und her, nur weil du auf TikTok eine neue Meta gesehen hast, bringt wirklich überhaupt gar nicht. Und wo wir auch gerade schon beim Straven gewesen sind, gibt es hier auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig für dich, und zwar ist es, den Aim Assist richtig zu verstehen. Der Aim Assist in Modern Warfare 3 funktioniert nämlich wie folgt. Es ist nämlich ein sogenannter direktionaler Aim Assist. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Egal. Auf jeden Fall bedeutet das, dass dieser Aim Assist nur funktioniert, wenn du dich auch bewegst. Bleibst du einfach still an einer Stelle stehen, wird hier nichts passieren und dein Aim Assist greift nicht. Bewegst du aber den linken Stick, den Bewegungsstick, dann greift dein Aim Assist. Und was dieser Aim Assist macht, ist, dass er eine Art Bubble um den Körper deines Gegners bildet und je nachdem, in welchem Einzugsbereich dieser Bubble du dich befindest, desto stärker oder schwächer ist diese Hilfe. Also gewöhn dir an, den linken und den rechten Stick vielleicht auch für deine Rückstoßkontrolle zu benutzen, damit dieser Aim Assist halt auch wirkt. Doch wie finde ich diese Waffe, von der ich gerade eben gesprochen habe? Im Multiplayer ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du den richtigen Loadout benutzt. Zum einen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du bei uns in den Discord kommst. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Dort haben wir eine Liste von Waffen bzw. auch die richtigen Attachments auf die Waffen zu machen, um immer die richtige und die neuesten Meta-Loadouts
spielen zu können. Die andere Alternative, die du auf jeden Fall hast, ist, dass du auf nick-go.de gehst, wo wir auch diese Waffen nochmal updaten und jedes Mal neue Loadouts für Waffen machen. Hast du also zum Beispiel eine Waffe wie die Striker, die dir sehr, sehr gut gefällt, du weißt aber nicht, welche Attachments du dran machen musst, dann gehst du unbedingt entweder auf unseren Discord oder auf diese Website und wirst dort die richtigen Attachments für diese Waffe finden. Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil, den es in Warzone gibt, der aber auch leider Gottes einer der schwierigsten Teile ist, das sogenannte Centering. Dabei geht es darum, wo befindet sich dein Fadenkreuz, währenddessen du über die Map läufst. Bei vielen, und das ist einfach leider ein ganz, ganz großer Fehler von Anfängern oder beziehungsweise von Leuten, die noch nie vorher Shooter-Spiele gespielt haben, dass das Fadenkreuz in der Mitte unten auf dem Boden irgendwo ist, damit man halt oben die Sicht hat, wo die Leute sind. Problem dabei ist leider, dass wenn du es auf dem Boden hast und auf einmal ein Gegner kommt, hast du das Problem, dass du erstmal dein Fadenkreuz nach oben ziehen musst, um auf den Gegner zu kommen. Da hat natürlich ein Gegner, der aus einer Ecke zum Beispiel kommt und weiß, dass du kommst, den Vorteil, dass er die ersten Schüsse trifft. Und bei der sehr, sehr geringen Time to Kill, die es im Multiplayer gibt, kann das über Tod und Leben entscheiden. Zum einen würde ich dir empfehlen, auch wenn es erstmal gegen die Natur geht, dass du versuchst, dass dein Fadenkreuz immer auf dem Oberkörper deines Gegners ist. Da musst du ein bisschen ein Gefühl für bekommen. Das kannst du zum einen sehr, sehr gut trainieren, indem du in den Multiplayer reingehst und ein privates Match anfängst und dann deine Bots einfach auf ganz einfach einstellst, um so ein Feeling dafür zu bekommen, wo ist das Brustlevel des Gegners. Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum nicht in den Kopf? Es macht ja viel, viel mehr Sinn, weil das mehr Schaden gibt. Das Problem ist nur, dass zum einen der Kopf natürlich eine viel, viel kleinere Fläche hat als der Oberkörper und die Schüsse hier zu treffen wesentlich schwerer ist. Und zum anderen hatten wir ja eben schon über den Rückstoß gesprochen. Das heißt, sobald der Rückstoß ansetzt und du ihn nicht so gut kontrollierst, dann gehen die Schüsse natürlich erstmal nach oben und dass dann ein Schuss in den Kopf fällt, ist natürlich auch viel, viel einfacher. Dazu kommt noch, dass du eine bessere Map-Awareness bekommst, beziehungsweise auch über die Spawns auf der Map Bescheid weißt. Das ist was, das findest du, glaube ich, erst raus, wenn du ein bisschen das Spiel spielst. Natürlich wirst du irgendwann das Gefühl bekommen, dass auf deiner Seite der Map keine Gegner mehr sind und dementsprechend du weißt, okay, welche Laufrouten du laufen musst, um wieder an Gegner zu kommen. Das bedeutet aber auch, dass es sehr, sehr gut ist, dass du das sogenannte Pre-Aiming dafür benutzt. Dass wenn du weißt, an dieser Seite wird jetzt gleich ein Gegner kommen, dass du dein Fadenkreuz schon an dieser Stelle hast. Und jetzt kommt ein kleiner Bonustipp für euch alle. Wie ich eben schon gesagt hatte, solltest du auf jeden Fall das Ganze in privaten Lobbys trainieren. Und ich könnte dir auf jeden Fall empfehlen, vor jedem Match, wo du mit deinen Kumpels oder was auch immer reingehst, würde ich dir empfehlen, dass du in eine private Runde gehst und so 10 bis 15 Minuten lang einfach gegen Bots dieses Centering und dieses Abaimen von Bereichen beziehungsweise auch diesen Rückstoßpattern übst. Mach das einfach mal jedes Mal 10 bis 15 Minuten vor jeder Runde und du wirst nach einer Zeit wirklich merken, was das für Wunder sind. Zum anderen kann ich dir auch empfehlen, dass du so einen Aim-Trainer benutzt. Den gibt es auch zum Beispiel von Aim Labs, kannst du dir über Steam ganz umsonst runterladen, wo du auch mit Controllern das Ganze machen kannst. Probier das gerne mal aus. Wenn du da jeden Tag 10, 15 Minuten reingehst, wirst du auch nach einer Zeit merken, dass sich dein Aim extrem krass verbessert. Jetzt kommen wir nun zu einer kleinen Zusammenfassung des Ganzen. Was sehr, sehr wichtig ist, sind die richtigen Einstellungen. Denn ohne die richtigen Einstellungen siehst du entweder deine Gegner nicht oder du siehst einfach überhaupt gar nicht genug von der Map oder die Map sieht allgemein und die Grafik sieht allgemein so schlecht aus, dass deine Gegner überhaupt gar nicht sichtbar sind und du das Problem hast, dass du dich auch gar nicht schnell genug über die Map bewegen kannst. Also die richtigen Einstellungen sind wirklich key, damit du besseres Aim bekommst. Das nächste ist die Rückstoßkontrolle bzw. der Rückstoßpattern. Diesen musst du aus dem FF können und es braucht einige Zeit, bis du das hast. Also verzichte darauf, auf die neueste Meta zu springen und bleib lieber bei der Waffe, die du gut kontrollieren kannst. Der richtige Loadout. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade in Warzone den richtigen Loadout und die richtigen Attachments zu haben. Also sei auf jeden Fall da auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, auf unserem Discord oder auch auf nick-go.de findest du immer die neuesten und besten Loadouts. Und der letzte und wichtigste Part ist das Centering. Versuch, über die Map zu gehen und eine gewisse Obrigkeit über die Spawns und auch über die Gegner zu bekommen. Wo kommen die Gegner? An welcher Stelle ist der Oberkörper bzw. Kopf des Gegners und ziel dort schon hin? Denn das Pre-Aim rettet dir den Hintern. Falls dir das Video gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, schwingt den Hut und ich stehe auf euch.